Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich schminke Bräute seit über 12 Jahren. Das ist mein Job. Hochzeiten und Hochzeits-Make-up sind ein ganz großer Teil in meinem Beruf. Falls ihr dazu mehr Infos haben wollt oder mich selbst mal als Make-up-Artist für eure Hochzeit oder ein anderes Make-up buchen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf meiner Website www.vickilash.com vorbei. Aber was auf jeden Fall in der letzten Zeit ganz oft gefragt wird, ist: Vicky, wie kann ich mein Make-up selber schminken, weil ich habe gerade keine Make-up-Artist zur Hand oder ich möchte es einfach selbst probieren. Und da gebe ich immer ganz viele Tipps in meinen Online-Coachings, die man auch bei mir auf der Website buchen kann, wo ich ganz individuell auf die Braut eingehen kann, falls ich sie zum Hochzeitstag nicht selbst schminken kann. Aber wenn ihr jetzt bei dem Video dranbleibt, dann werdet ihr ganz, ganz tolle Tipps und Tricks von mir erfahren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr gebt mir einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Und wir legen jetzt los mit einem Braut-Make-up. Viel Spaß! So, und das ist jetzt schon der allererste wichtigste Tipp. Liebe Mädels da draußen, wenn ihr heiratet, achtet darauf, wirklich viel, viel Wasser zu trinken. Circa einen Monat vor der Hochzeit habe ich mit meinen Bräuten immer ein Probe-Make-up, wo wir alles durchbesprechen und sie ganz viele Tipps und Tricks von mir bekommen. Und das ist etwas der ersten Dinge, die ich immer wieder predige. Versucht die Wochen vor der Hochzeit wirklich viel Wasser zu trinken. Und ich rede nicht von 2-3 Gläsern am Tag, sondern ich rede von 2-3 Litern am Tag. Wenn ihr besonders trinkfaul seid, dann versucht euch in so einen Timer zu stellen, einfach am Handy, dass ihr immer wieder ans Wasser trinken erinnert werdet. Denn Wasser ist das Wichtigste für unsere Haut und sorgt auch wirklich dafür, wenn ihr genug Wasser trinkt, dass eure Haut super, super strahlt. Der nächste Tipp, ich bitte euch, vorher eure Haare fertig zu haben. Das heißt, jegliches Styling, jegliches Haare eindrehen, irgendwelche schönen Hochsteckfrisuren. Die Frisur und die Haare sollten vor dem Make-up immer schon komplett fertig sein. Egal, ob ihr euch selber schminkt oder ob es ein Make-up-Artist macht, wir haben es ganz gerne, wenn die Haare komplett fertig sind. Weil wenn dann nochmal übers Make-up Haarspray drüber kommt oder Styling-Produkte oder es werden dann vielleicht im schlimmsten Fall sogar nochmal die Haare gewaschen. No, no, no. Wir wollen, dass das Make-up das letzte ist, bevor ihr in euer Kleid hüpft und dann loslegt. Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr schon fertig gestylte Haare habt, dann besorgt euch so kleine Clips. Ich habe die immer in meinem Kit dabei. Die schauen so aus. Mit diesen Clips kann ich die Haare wegklipsen, ohne dass die Frisur beschädigt wird, weil dadurch, dass hier so ein kleines Plättchen drauf ist, drückt sich die Klammer nicht auf die Haare. Oder wenn ihr normale Haarklammern zu Hause habt, dann könnt ihr da auch einfach ein Stück Küchenpapier dazwischen klemmen, dann werden die Haare auch nicht irgendwie niedergedrückt. Und dann können wir schon starten. Wichtig ist vor allem, wenn ihr gestylte Haare bekommen habt oder euch selbst die Haare gestylt habt, noch einmal das Gesicht zu reinigen. Wir versuchen wirklich, das Gesicht so sauber wie möglich zu bekommen. Entweder einfach nochmal eure komplette Reinigung machen, aber wenn wir nicht so viel mit Wasser herumbrütscheln wollen und eh in der Früh unser Gesicht gut gereinigt haben, verwende ich ganz oft einfach noch ein Gesichtswasser oder einen Toner. Wenn ihr sehr ölige Haut habt, hilft es vielleicht auch gleich einen mattierenden Toner zu verwenden. Ich predige das immer wieder, die Vorbereitung auf das Make-up ist das Allerwichtigste. Das heißt, wir starten nicht nur mit einer gereinigten, sauberen Haut, sondern wir versuchen unter dem Make-up auch nochmal schön gut Wirkstoffe, Hyaluron, Feuchtigkeit reinzuballern. Und ich weiß ganz genau, dass die meisten Bräute vor lauter Nervosität vielleicht oder weil sie noch viel zu organisieren haben, am Vortag vielleicht nicht so viel schlafen. Daher verwende ich ganz gerne als Vorbereitung den Anti-Müdigkeitsbooster von Beauty Mates. Der ist angereichert mit Koffein und einem tollen Mineralstoffkomplex und sorgt dafür, dass nochmal richtig gut die Haut mit Mineralien versorgt wird. Davon nehme ich nur so 2 kleine Tropfen und die werden jetzt richtig gut in die Haut reingedrückt. Und dadurch, dass ich mit Serien oder Boostern unter dem Make-up arbeite, ist es umso wichtiger, dass die Haut vorher sauber ist und aufnahmefähig. Außerdem gibt dieser Booster so einen sofortigen Glow und man schaut wirklich viel, viel frischer und wacher aus. Wer gerne noch eine bessere Basis und Haltbarkeit für das Make-up möchte und noch dazu einen leichten Lifting-Effekt, der kann gerne zu dem Intensiv-Lifting-Booster greifen. Der sorgt nämlich mit einem Zuckerpolymer dafür, dass die Haut nochmal richtig gestrafft wird. Feine Linien werden dadurch aufgefüllt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man sehr, sehr gerne hat. Ich finde den Intensiv-Lifting-Booster wirklich gerade bei der Vorbereitung auf solche großen Events oder tolle Make-ups, wo die Foundation richtig gut halten muss, sehr, sehr gut.
weil der durch dieses Zuckerpolymer und diesen Lifting-Effekt irgendwie auch die Foundation besser festhält. Das heißt, für mich ist das jetzt schon der perfekte Primer. Und die Booster toppe ich dann noch mit der Hyaluron Boost Cream. Und da haben wir wieder das Stichwort Hyaluron. Wenn ihr genug Wasser getrunken habt, dann bindet Hyaluron das Wasser in eurer Haut und polstert die Haut nochmal auf. Das heißt, Spannkraft wird erhöht, Elastizität wird erhöht. Also Wasser trinken in Kombination mit Hyaluronprodukten, ein Wahnsinn. Hals und Dekolleté natürlich auch nicht vergessen. Das wird zwar nicht geschminkt, im besten Fall, wenn ihr die richtige Foundation-Farbe habt, was ich hoffe, weil das natürlich auch eine Stelle ist, die man sieht und die auch einiges an Pflege vertragen kann. Die ganze Vorbereitung ist so wichtig für die Haltbarkeit des Make-ups und dass hier nichts in feine Linien reinrutscht, dass die Foundation nicht herumrutscht. Deswegen lassen wir dem Booster und auch der Creme noch ein bisschen Zeit, um gut einzuziehen, damit das in der Haut richtig gut festsitzt und arbeiten kann. Ich würde immer so sagen, so 4 bis 5 Minuten. Wenn ihr sehr ölige Haut habt, dann würde ich sogar noch empfehlen, wirklich einen mattierenden Primer unter dem Make-up zu verwenden. Ich persönlich mag aber gerade Braut- und Hochzeits-Make-ups ein bisschen glowy. Wer mich schon länger schaut, der weiß, dass ich den Glow gerne schon unter der Foundation durchleuchten lasse. Und daher verwende ich von Charlotte Tilbury den Hollywood Flawless Filter. Das ist sowas wie ein getönter Perfektionierer, der perfekt unter der Foundation funktioniert und auch nochmal zusätzlich zu dem schon perfekt gepflegten Gesicht so einen schönen Glow gibt. Deswegen trage ich den am liebsten nur so auf den höchsten Punkten auf, bisschen über der Augenbraue, bisschen auch auf die Nase. Und das verteile ich auch einfach mit meinen sauberen Händen. Es verbindet sich nochmal schön mit der Creme und auf der Haut. Mega gepflegt, schon mal ein bisschen vorperfektioniert. Wenn wir jetzt über die Foundation reden, dann ist es mir ganz wichtig, dass ihr eure richtige Farbe bitte findet. Wie man die richtige Make-up-Farbe auswählt, habe ich euch schon mal in einem ganz detaillierten Video erklärt. Da findet ihr hier den Link und auch unten in der Infobox. Auf jeden Fall sollte die Farbe definitiv passen. Und zu der Textur, je nachdem, was euch natürlich liegt. Ich persönlich bin eher überzeugt davon, eine mattere Textur zu wählen für ein Braut-Make-up, damit man eine längere Haltbarkeit hat. Denn keiner möchte wirklich so extrem glänzen wie ich jetzt im Moment. Wenn ihr aber sehr, sehr trockene Haut habt, dann ist es umso wichtiger, viel zu trinken, gute Vorbereitung der Haut mit Boostern und guten Cremes. Ich verwende heute zum Beispiel von Bobbi Brown die Skin Longwear Weightless Foundation. Die hat einen ganz leichten Lichtschutzfaktor drinnen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich vielleicht ganz kurz anschneiden möchte. Man kann aber dazu einiges noch googeln. Eine richtige Sonnenpflege unter dem Braut-Make-up oder unter einem Event-Make-up zu verwenden, würde ich nie empfehlen. Denn je höher der Lichtschutzfaktor, desto stärker reflektiert er auf Fotos. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Manchmal macht das Puder ganz gerne. Aber auch Lichtschutzfaktor kann wirklich komplett weiß reflektieren, wenn man mit Blitz fotografiert wird. Und das wollen wir natürlich nicht, aber um trotzdem noch ein bisschen einen Schutz zu haben, wenn man ja vielleicht draußen heiratet und im Licht und in der Sonne steht, empfiehlt es sich vielleicht einen kleinen Kompromiss zu schließen und auf eine Foundation zurückzugreifen, die einen leichten Lichtschutzfaktor eingebaut hat, der aber nicht stark reflektiert. Deswegen vorher immer die Produkte testen, bevor man sie wirklich am Hochzeitstag verwendet. Ich habe hier übrigens die Farbe W048 Golden Beige. Wie ihr eure Foundation auftragt, bleibt natürlich euch überlassen. Ich finde es immer ganz schön, die Foundation zuerst mal mit einem guten Pinsel zu verteilen und schon mal voreinzuarbeiten und dann nochmal mit einem Beauty-Schwämmchen oder Beauty-Blender drüber zu gehen. Und was auch noch ein großer Vorteil ist an matteren Foundations oder an Long-Wearing Foundations, dass die teilweise ein bisschen dicker sind oder eine höhere Deckkraft haben und damit eventuell kleine Pickelchen, Rötungen, Unreinheiten schon viel besser abgedeckt werden, als wenn ich nochmal zusätzlich dann mit viel kleinen Korrektoren oder Concealer drüber gehen müsste. Und wie man sieht, obwohl es eine matte, deckende Foundation ist und ich eher trockene Haut habe, durch die ganze Vorbereitung und den Charlotte Tilbury Flawless Filter kommt so ein leichter Glow durch und ich schaue sehr, sehr frisch aus, obwohl ich eine matte, dicke Foundation drauf habe. Damit ich keine Streifen oder sonst etwas habe, wirklich nochmal die Foundation gut in die Haut einarbeiten und verblenden. Dann verwende ich meinen Maybelline Fit Me Concealer. Und bevor der Concealer noch wirklich richtig trocken ist,
nochmal schön einarbeiten, dass ihr nicht in irgendwelche kleinen Fältchen rutscht und sofort mit einem Puder fixieren. Aufpassen mit Transparentpuder. Nicht alle Transparentpuder sind wirklich dafür geeignet, auch auf Fotos gut auszusehen. Wenn aber zum Beispiel HD draufsteht, dann seid ihr eher auf der sicheren Seite, dass dieses Transparentpuder zum Beispiel für Film- und Fotoaufnahmen funktioniert und nicht reflektiert. Trotzdem achte ich beim Braut-Make-up wirklich darauf, die komplette Foundation einmal abzumattieren, da ja das Puder nochmal die Haltbarkeit um einiges verlängert. Als nächstes ziehe ich meine Augenbrauen nach und fixiere sie mit einem richtig guten, wasserfesten Augenbrauengel. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, wie man Augenbrauen richtig stylt oder auch wie man Augenbrauen färbt, dann verlinke ich es euch sehr gerne hier und auch unten in der Infobox. Jetzt starten wir mit dem Augen-Make-up. Ich zeige euch mal meine drei absolut meistgenutzten Paletten für Braut-Make-up. Das sind auf jeden Fall diese zwei NYX Professional Make-up Paletten. Diese Ultimate Paletten sind alle so aufgebaut, dass man immer eine Reihe der gleichen Farbe hat, nur in verschiedenen Finishes. Matt, bisschen glänzend und Glitzer. Und die sind definitiv meist used, zumindest in meinem Kit. Mit der Warm Rust schminke ich sehr gerne eher so warme Typen. Wir versuchen nämlich ja auf jeden Fall auch dem eigenen Typ gerecht ein Make-up zu schminken und vor allem ein Augen-Make-up zu schminken. Und diese Palette verwende ich gerne bei Mädels, die so ein bisschen einen kühleren Hautton haben. Jo, aber je nachdem mische ich das Ganze auch gerne. Und dann habe ich eine Palette, die schaut schon sehr ramponiert aus, weil die sehr viel bei Hochzeiten zum Einsatz kommt. Und zwar ist die von Sleek und das ist die A New Day Palette. Die werde ich auch heute für mein Make-up verwenden. Aber was machen wir, bevor wir überhaupt Lidschatten auftragen können? Natürlich Lidschattenprimer. Ohne Lidschattenprimer geht bei mir überhaupt gar nichts. Jegliche Lidschatten würden sich irgendwann sofort in die Falte reinsetzen oder verschwinden und daher verwende ich am liebsten die Urban Decay Primer Potion. Immer am ganzen Auge bis hin zur Augenbraue verteilen. Und auch auf jeden Fall am unteren Augenlid. Jede Braut ist total individuell und ich gehe selbstverständlich auf die Wünsche ein und auch auf Farbvorstellungen. Aber ich versuche trotzdem immer, den Menschen oder den Typen am besten herauszubringen. Es sollten immer Farben gewählt werden, mit denen ihr euch perfekt wohlfühlt, wo ihr wisst, dass es funktioniert. Und starten würde ich am liebsten mit dem Augenbrauenbogen. Den highlighte ich am allerliebsten gleich mal zuerst. Dafür verwende ich diese... Dafür verwende ich diese Farbe hier, das ist so ein richtig schöner cremeweißer Highlighter. Den tupfe ich direkt unter die Augenbraue. Wow! Als Basisfarbe verwende ich diesen Rosé-Ton hier. Das ist eine richtig schön schimmernde Farbe und ich finde, Rosé passt wirklich sehr, sehr vielen Augenfarben. Und dann nehme ich mir als nächstes mal einen großen, fluffigen Blenderpinsel und beginne leicht und langsam die Lidfalte ein bisschen einzufassen, um so einen 3D-Effekt zu bekommen. Das mache ich aber nicht sofort mit irgendwelchen dunklen Farben, sondern ich taste mich da langsam ran und verwende mal als erstes so eine leicht hellbraune Farbe. Immer von außen beginnen und dann so leicht in die Lidfalte hineinstauben, dass man da einen ganz weichen Übergang zwischen der Lidfarbe und dem Augenbrauen-Highlight bekommt. Und diese Farbe verwende ich auf jeden Fall auch am unteren Augenlid. Dazu nehme ich einfach den gleichen Blenderpinsel, knicke den so leicht um und blende dicht am unteren Wimpernkranz auch schon mit diesem leichten Braunton. Das gibt schon ein bisschen einen Rahmen, aber noch nicht zu stark. Wichtig, immer aufbauen und langsam mehr machen, als dass man auf einmal dunkel macht und dann gefällt das vielleicht nicht. Man muss auch immer bedenken, dass dann noch Mascara kommt, eine kleine Wimpernverdichtung und so weiter. Also das Make-up wird schnell dunkler, als man sich dann vorstellen würde. Und abschminken ist in dem Fall dann keine Option mehr. Und dann nehme ich mir einen anderen Blenderpinsel. Der ist jetzt ein bisschen spitzer und detaillierter. Also gehe ich jetzt in den meistgenutzten Ton. Das ist dieser Taupe-Ton. Also das ist so ein leichter Braunton, auch ein bisschen dunkler. Und damit betone ich jetzt nochmal hier die Lidfalte. Und blende den natürlich auch hier unten nochmal eher am äußeren Drittel. Möchte ich jetzt noch ein Ticken dunkler werden, nehme ich das Dunkelbraun und schattiere das hier nur ganz, ganz außen.
mein Stil bei Braut-Make-up ist dann eher das ein bisschen romantischere, leichtere und eher der Fokus sogar auf die Haut und auf Highlight und auf wirklich glänzende Augen. Ein kleiner Tipp, falls ihr mit der Kante nicht ganz zurechtkommt, geht einfach wieder zurück zu eurem Beauty-Blender, wo sicher noch ein bisschen Produkt drinnen ist und presst das so an. Zack! Und schon hat man eine schöne Kante vom Lidschatten. Dann nehme ich mir entweder einen schön cremigen Kajal oder einen Eyeliner und verdichte jetzt wirklich ganz dicht den Wimpernrand. Dazu nehme ich mir gerne so einen ganz, ganz dünnen Pinsel. Und der Kajal oder Eyeliner sollte auf jeden Fall wasserfest sein. Und damit male ich mir den oberen Wimpernkranz zwischen den Wimpern, also quasi die obere Wasserlinie, richtig dicht. Und ganz dicht an den Wimpern oben auch so kleine Punkte mit dem Kajal. Und dann nehme ich sofort diesen kleinen Pinsel und wische und smoke diese Linie aus. Und wirklich zwischen den Wimpern reinarbeiten. Und im besten Fall erspare ich es mir und der Braut, wirklich ein ganzes Band falsche Wimpern aufzukleben. Weil die, da kann man nie garantieren, ob die nicht irgendwann im Laufe des Abends oder Tages runterkommen. So, und jetzt biegen wir die Wimpern richtig schön nach oben und verwenden auf jeden Fall eine wasserfeste Mascara. Dann gehe ich nochmal zurück in meine Lidschattenpalette und verwende nochmal den Highlighter-Ton, den ich unter der Augenbraue schon habe. Und tupfe mir hier ganz innen nochmal ein kleines Highlight in den Innenwinkel. Und dann bleibe ich gleich beim Highlight und zwar beim Wangenhighlight. Den Highlighter, den ich bei den meisten Bräuten auf den verschiedensten Hautfarben verwendet habe, ist der Mary Luminizer. Dieser Highlighter begleitet mich jetzt schon seit über 12 Jahren und ist einfach perfekt für Hochzeiten. Ich trage den mit so einem ganz kleinen Highlighterpinsel auf und wirklich sparsam und genau eingesetzt. Und zwar auf dem höchsten Punkt des Wangenknochens, den kann man ganz gut tasten. Und ich ziehe ihn auch so ein bisschen in das Highlight vom Augen-Make-up rein und ein bisschen über die Augenbraue. Der kommt auch ganz gerne hier in die Mitte der Nase zwischen die Augen und ein bisschen auf die Nasenspitze. Als nächstes wärme ich mein Gesicht mit Bronzer auf. Dieser Schritt kommt bei mir immer erst nach dem Highlighter, damit das alles richtig schön zusammenkommt. Wenn man nämlich den Highlighter nach dem Bronzer auftragen würde, dann würde sich dieses helle, glänzende Highlight auf diesen leicht bräunlichen Ton draufsetzen und das schaut ganz schnell schmutzig aus, gerade bei Fotos. Wenn ihr ein detailliertes Bronzer-Video sehen wollt, wo man ganz genau sieht, wie Bronzer aufgetragen wird, welche Farbe vom Bronzer wo aufgetragen wird, dann verlinke ich euch das sehr gerne hier und auch unten in der Infobox. Und dann ein Tipp, bevor ich jetzt Rouge auftrage, trage ich die Lippenfarbe zuerst auf. Wieso? Weil dann kann ich erkennen, wie viel Rouge mein Gesicht eigentlich noch braucht nach der Lippenfarbe. Und eine wunderschöne Lippenfarbe, die ich auch bei so vielen Bräuten immer wieder verwendet habe, weil sie einfach so vielen Leuten wirklich gut steht, ist von Maybelline ein Superstay 24 Stunden Color Lippenstift. Und die Farbe ist die 640 Nude Pink Beige Rose. Und ich würde euch raten, bitte nehmt einen haltbaren, richtig guten Lippenstift. Ich greife immer auf diese Maybelline Lipsticks zurück, weil da kann ich einfach die Braut verlassen, nachdem sie quasi umgezogen ist und fertig gestylt. Und dieser Lippenstift hält einfach bombenfest. Ich habe teilweise am nächsten Tag Anrufe bekommen von meinen Bräuten. Vicky, wie bekomme ich das Zeug überhaupt runter? Ganz einfach mit Öl. Dieses Ding ist auf jeden Fall öllöslich. Aber Essen, Trinken, es überlebt einfach alles. Pommes mit Schnitzel ist sehr, sehr fettig und dann wird sich das wahrscheinlich hier innen abtragen. Aber ansonsten hält diese Farbe einfach bombenfest. Und dieser Lippenstift muss richtig gut durchtrocknen. Das heißt, am besten nicht den Mund jetzt aufeinander pressen oder so machen, sondern einfach entspannt trocknen lassen, bis er ganz trocken ist. Und dann wird er versiegelt. In der Zwischenzeit verwende ich den meistverwendeten Rouge aus meinem Kit.
Und zwar ist der von Catrice die Farbe Rolls Royce. Ich bin nicht ganz sicher, ob es diesen Rouge noch gibt, aber prägt euch die Farbe mal genau ein. Ich bin überzeugt davon, dass Catrice eine ähnliche Farbe wieder rausgebracht hat. Das ist so ein schöner Hochzeitsrouge. Und da kann ich jetzt entscheiden, wie viel ich davon noch brauche, weil ich mittlerweile die Farbe von meinen Lippen schon einschätzen kann und schon ganz genau weiß, so und so viel brauche ich noch. Bisschen auch immer über den Nasenrücken drüber stauben, dann verbindet sich das komplette Make-up. In den meisten Fällen brauchen Bräute nicht viel Rouge, da sie sowieso schnell erröten oder viel draußen in der Sonne sind. Also da würde ich sehr sparsam sein, deswegen auch der Tipp, zuerst den Lippenstift fertig zu machen und dann zum Schluss den Rouge zu geben. Ganz zum Schluss gehe ich gerne nochmal mit einer Schicht Puder drüber, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass das Make-up den ganzen Tag hält. Und da staube ich bzw. drücke ich wirklich nur so das Puder ganz leicht über das komplette Make-up drüber und verwende anschließend sofort einen Fixierspray. Das ist so, so wichtig. Ein Fixierspray setzt nochmal alle Puderpartikel schön auf das Gesicht und aufeinander. Es wirkt noch viel natürlicher und es verlängert logischerweise die Haltbarkeit. Ich habe heute von Smashbox das Photo Finish Setting Spray. Ein anderes sehr gutes Setting Spray, gerade bei Hochzeiten, ist auch das Urban Decay All Nighter Setting Spray. Und jetzt würde ich nur noch sagen, ab ins Kleid und geheiratet wird. Und da noch ein allerletzter Tipp an alle Bräute, die dann ein komplett fertiges Gesicht und fertig gestylte Haare haben. Wenn ihr euer Kleid oder Hochzeitsoutfit von oben anziehen müsst, dann nehmt euch so einen dünnen Schal. Der wird einfach um das Gesicht gelegt. Und dann kann man sich anziehen, ohne dass Make-up oder Haare oder das Kleid irgendwie befleckt werden. Ich hoffe, meine Hochzeits-Make-up-Tipps und Tricks haben euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte dem Video einen Daumen nach oben. Schickt es euren Freunden, Freundinnen weiter, allen Leuten, die ihr wisst, die vielleicht gerne ihr Hochzeits-Make-up selber machen würden. Und vergesst nicht unbedingt auf meiner Website auch vorbeizuschauen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Liebe!